Guten Abend. Wir haben eine Premiere hier auf meinem Sender, meinem kleinen Literaturkanal. Ich habe ja immer so geklagt, dass man so wenige Leserbriefe bekommt. Und ich weiß ja, das ist eine Krux, mit der alle Kolleginnen und Kollegen so zu kämpfen haben. Und deswegen haben sich jetzt hier einige Aufrechte gefunden, die gesagt haben, wir lesen mal zusammen oder wir lesen mal alle ein Buch, alle dasselbe. Und wir schreiben dazu mal einen Leserbrief. Das haben wir hier in unserem Kanal mal ein bisschen abgestimmt, welches Buch wir denn da nehmen. Die Wahl ist gefallen auf dieses schöne Werk hier, Walpatgondrafir und der Zeigefinger Gottes, ein humoristischer Science-Fiction-Roman, verfasst von unserem netten Kollegen Uwe Post, den die regelmäßigen Zuschauer dieses Streams auch schon kennen, weil er schon mal hier gewesen ist. Da hat er was zu Science-Fiction-Kurzgeschichten erzählt. Der Fast Chat hat netterweise schon mal hier unseren Discord-Server aufgerufen. Wer noch schnell dazukommen möchte auf den Discord-Server, der kann diesem Link dort folgen und dort am besten dann in den Kanal Rabenkrächzen direkt gehen. Denn da würden wir uns versammeln und diskutieren, was wir denn so schreiben sollten. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, wie immer über den Textchat auf Twitch eure Meinung kundzutun zu dem, was wir hier so tippen und tappen und in den Leserbrief schreiben wollen. Und ich hoffe mal, wir haben das ja alles noch nie gemacht, also ich hoffe mal, dass das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und wir am Schluss für den Uwe Post einen schönen Leserbrief haben. Gut, also schauen wir doch mal. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Ignoriert am besten mal mein Fenster, da habt ihr dann mächtig zwischen oder Fenster im Fenster im Fenster. Aber die anderen Leute sind ja auch noch zu sehen. Ah, noch jemand Drittes außer mir. Herzlich willkommen alle zusammen. Ich überlasse das euch, ob ihr das Bild gerne einschalten möchtet oder nicht. Ja, und ansonsten, ich habe hier Walpatgondrafir und der Zeigefinger Gottes gelesen in dieser Papierausgabe vom Atlantis Verlag, schon etwas ausgewettert, etwas älter, hält aber immer noch ganz gut zusammen. Und ich habe schon erfahren, dass der Fast Chat es als E-Book gelesen hat. Also können wir zu beidem was sagen. Das ist natürlich schön. Jetzt hat die Jolly Colo ihren Ton noch ausgeschaltet. Deswegen hören wir nichts. Also wenn du uns was sagen möchtest, müsstest du den Ton einschalten. Okay. Oder du hörst einfach zu, wie du magst. Ja, wie ist so dein Eindruck, Fast Chat? Ja, ich war positiv überrascht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne diese Aktion hätte ich das Buch wahrscheinlich gar nicht gelesen. War komplett an mir vorbeigelaufen. Fand ich jetzt aber sehr gut, sehr humoristisch. Deswegen, ich hatte ja bei uns im Discord auch schon mal geschrieben, ja, so ein bisschen Terry Pratchett-Style in Science Fiction. Wo auch gewisse Sachen einfach mal aufgegriffen worden, überspitzt worden. Also so im Großen und Ganzen fand ich das Buch eigentlich sehr gelungen und auch sehr lesenswert. Also für diejenigen vielleicht, die es noch nicht kennen, der Name ist oder der Untertitel ist da Programm. Es taucht ein riesiger Finger auf im Erdorbit. Wir sind also ein paar Jährchen in der Zukunft. Und Walpatgondrafir ist so eigentlich ein Fernsehdetektiv, aber seine Show wurde abgesetzt. Und er geht jetzt aber auf die Suche, was es denn jetzt mit diesem Finger auf sich hat, wo der herkommt, was der da soll und so. Und hat dabei dann alle möglichen Probleme mit Mafiosi und einer Auftragskillerin, einer alleinerziehenden Auftragskillerin, was eine ganz nette Kombination ist, finde ich. Und möchte dann eben dieses Rätsel da lösen. Also von daher finde ich, Terry Pratchett ist ein super Vergleich, weil er nämlich so eine völlig skurrile Ausgangssituation hat. In diesem Fall halt diesen riesigen Finger. Bei Terry Pratchett wäre es die Welt, die eben einfach eine Scheibe ist.
dann aber finde ich ja sehr konsequent auch diese Annahme weiterdenken. Ne? Also da der Finger also zum Beispiel, da der Finger jetzt im Orbit ist, kann man nicht einfach so darauf rumlaufen, sondern man muss aufpassen, dass man sich nicht zu stark abstößt beim Gehen, sonst kann man sich da im Weltall verlieren, wegen der geringen Schwerkraft und man muss klobige Raumanzüge tragen und sowas. Also das finde ich den Vergleich mit Terry Pratchett, finde ich total wichtig. Gut, wir wollen ja einen Leserbrief schreiben. Da muss ich mal kurz gucken, dass ich das passende Fenster jetzt hier hinkriege. Zack. Wenn ihr da draufklickt, dann müsstet ihr das auch groß sehen können. So. Jetzt kannst du noch ein bisschen größer zoomen. Ich habe hier schon mal angefangen, den so ein bisschen zu strukturieren. Wir haben oben die Adresse von dem Uwe, die habe ich von seiner Webseite, ist klar, Datum, Leserbrief als Betreff, lieber Uwe und die drei Punkte, das ist das, was wir halt jetzt noch ausfüllen sollten. Also da sollten wir dann weitermachen. Ich sehe gerade, der blendet hier immer im Stream das aus, wenn ich darüber gehe. Aber das habe ich vorausgesehen und deswegen kann ich das hier einfach überblenden. So, ja, normalerweise fange ich so einen Leserbrief an mit so einer kleinen Einleitung, wie man überhaupt dazu kommt, einen Leserbrief zu schreiben, was denn so die Motivation ist, wie einem das Buch insgesamt so gefallen hat. Das würde ich allerdings zum Schluss schreiben, so als kleinen Einleitungssatz. Wir könnten anfangen damit, dass wir was zum Titelbild, Cover, Bindung, Druckbild, Aufmachung sagen. Wie gefällt euch das Titelbild? Oder dir, Fastfit? Also mir gefällt es eigentlich soweit ganz gut. Vor allem auch halt diese großen Augen, die man da sieht. So ein bisschen diese Panik widerspiegeln, die im Buch letztendlich auch permanent irgendwie da ist. Genau, wir haben jetzt keinen so einen James-Bond-Helden, der ganz cool über allem steht, sondern im Gegenteil, wir haben einen, der da schwer mitgenommen wird von allen Ereignissen. Also Also das. ja, weil er ja wirklich von dem einen Unglück ins andere immer reinrutscht. Genau. Mal vorsichtig zu formulieren. Ja, ich finde auch, dass diese angesprochene Schwerelosigkeit gut rüberkommt. Also der schwebt da ja und sein Zopf ist da noch so ein bisschen am Schweben und dieser unsägliche Pinguin, ja, offenbar so eine Art Smartphone der Zukunft. Smartphone of Dope ist, genau. Und ja, also das, und ich finde auch, es hat wirklich was Besonderes durch diesen Comic-Stil, ne? Das ist nicht so ein Allerweltstitelbild. Dann würde ich doch mal vorschlagen, ich tippe mal ein bisschen und du protestierst, wenn ich Quatsch erzähle, ja? Passt. Also, das Titelbild nimmt uns sofort für deinen Roman ein. Ich weiß, normalerweise schreibt man heutzutage diese Anrede deinen und sowas klein im Briefen. Ich mache das immer noch groß, da bin ich Rebell. Finden, dass der Comic Stil ist uns der Masse herausgibt. Vor allem aber ist der Titelheld sehr gut getroffen. Der panische Gesichtsausdruck passt zur Charakterisierung in der Geschichte. Und natürlich darf auch der Pinguin nicht fehlen.
Schöner ist das Thema mit der Schwerelosigkeit aufgenommen wird. Sonst noch was zum Titelbild? Nö. Was du im E-Book, glaube ich, nicht sehen kannst, ist, dass das, also das ist ja das eigentliche Titelbild, aber das ist sogar noch umlaufend, also das geht hinten noch weiter. Okay, nee, das sieht man da nicht. Das ist klar, ne? Du hast wahrscheinlich nur, logischerweise nur das Cover an sich. Genau. Ja. Also da kannst du auch gar nicht sagen, dass es ja hochglänzend ist. Mhm. Siehst du gar nicht. Ja. So, schreibe ich das noch rein. Ja, und dann kann ich noch schreiben, das Druckbild ist angenehm zu lesen. Das bezieht sich natürlich nur auf die Printversion. Obwohl ich das recht das Exemplar des Buchs hält die Bindung sehr gut. Qualitätsarbeit, Ausrufezeichen. Zufällig kenne ich auch den Verleger, der wird sich auch freuen, wenn man sowas schreibt. Wie ist das eigentlich in dem E-Book? Ist das vernünftig formatiert? Manchmal hat man da irgendwie so seltsame Geschichten, wenn man da so durchblättert. Also, wie gesagt, das war mein erstes E-Book, was ich jetzt auf dem Handy gelesen habe und ich fand es jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Von der Formatierung her. Ja. Von daher passt. Ich schreibe sowas immer schön rein, damit die Leute auch wissen, dass man darauf achtet und nicht glauben, sie können da 50 Cent sparen an dem nächsten Buch, weil da sowieso keiner drauf achtet. Ne? Gut, haben wir das. Zack. Orthographie und Grammatik. Ist dir da irgendwie was aufgefallen? Nichts Negatives, um es vorsichtig zu sagen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das damit reinzählst, weil ich finde diese Umbrüche, die er teilweise gemacht hat, wo die eine Szene für mich noch nicht richtig abgeschlossen war, aber er schon in das nächste Thema reingesprungen ist. Mhm. Das fand ich teilweise ein bisschen verwirrend, dass du da nicht sofort hinterhergekommen bist beim Lesen. Mhm. Ich schreibe das mal unter die Sprache. Umbrüche abrupt. Zu früh, nur so als Merker, da kommen wir dann gleich hin. So, ich muss jetzt aber doch nochmal in Sachen Orthographie und Grammatik so ein bisschen meckern. Auch wieder aus dem Grund, dass die Leute nicht glauben, sie dürfen da am Korrektorat sparen. Ne? Ein systematischer Fehler. Ich meine, Tippfehler hat man immer, ne? Das ist klar. Oder Satzfehler, würde man jetzt dazu sagen. Aber ein systematischer Fehler ist das überflüssige Haar beim O. Zum Beispiel, ne? So, ich meine, ich kann mir gut denken, dass der Uwe das inzwischen auch weiß. Das ist ja ein 10 Jahre altes Buch, aber falls das nicht weiß, kann man da noch immer ein bisschen geholfen. Ja, sonst zweiten Teil zum Lesen, ob er sich da verbessert hat. Ja, das ist diese Ursuppe mit Fidi, ne? Weißt du das, glaube ich. Ja. Das könnte man nochmal machen, ja. Könnte man nochmal gucken.
So, wollen wir auch nicht zu viel meckern. Was ich ganz, ganz interessant finde, damit könnten wir so mal umleiten in, oder überleiten in diese sprachlichen Finessen, die der Uwe da verwendet hat. Ich finde eigentlich ganz nett, dass er das im Präsens geschrieben hat. Was meinst du davon? Ja, ließ sich aufgrund dessen auch, finde ich, sehr flüssig und gut weglesen. Irgendwer hat gerade irgendwas geschrieben. Irgendwas blitzt hier auf. Ich glaube, von Juli Kondo. Da kam irgendwie was. Ich sehe das jetzt nur nicht mehr. Ich habe das nur so aufblitzen sehen. Ich kann das nicht mehr erkennen. Gibt es hier irgendwo so einen Chat? Ah, da, warte mal. Chat anzeigen. Du möchtest in zwei Sätzen hintereinander ordentlich schreiben. Nein, möchte ich nicht. Das mache ich natürlich alles noch schöner. Ich mache jetzt hier ja nur einen Entwurf. Ich werde hier jetzt, ey, ich werde hier kritisiert für meinen Leserbrief. Ihr sollt hier sehen, dass ihr das Buch hier auseinandernehmt. Das ist ja was Allerletzte. Aber von mir aus markiere ich mir das schon mal hier. Zack, dass ich das nicht übersehe. Des Präsens als Erzählzeit sorgt in unserem Empfinden für ein besonders flüssiges Leseerlebnis. Ich glaube, er hat ein Kapitel im Präteritum geschrieben, als er so einen Rückblick hat, ne? Wo der Walper sich an irgendwas erinnert. Das ist er, glaube ich, zurückgezogen. Ja, genau. Aber da macht es ja dann auch durchaus Sinn. Ja, natürlich. Das ist ja absolut inhaltlich begründet. Ich glaube, das muss man auch gar nicht groß erwähnen. Genau. So, jetzt kommen wir natürlich hier. Da wird der Uwe natürlich jetzt mit stolz geschwellter Brust das lesen. Jetzt können wir ihn hier so ein bisschen einbremsen und können sagen, allerdings sind uns einige Kapitelübergänge waren das, ne? Genau. Etwas abrupt. Es scheint, dass manchmal noch ein weiterer Absatz die Erzählung runder gemacht hätte. Stimmt's? Genau. Hast du ein konkretes Beispiel oder lassen wir das so stehen? Nee, gerade nicht mehr. Ja, ist klar. Nee, ist gut. So, gucken wir mal. Ich hatte zur Sprache auch noch. Ja, der Schuft, der hat ja bei den Inquid-Phrasen. Das ist, also. Die größte stilistische Schwäche, sage ich jetzt mal. Wenn du noch eine größere hast, dann ist das eben die zweitgrößte. Scheint uns die Verwendung der Inquid-Phrasen. Nein, falscher Inquid-Phrasen. So machen wir das jetzt. Falscher Inquid-Phrasen zu sein. So, nämlich zum Beispiel Seite 15, da hatte ich mir notiert. Wo habe ich das? Das ist okay, das ist okay. Ich habe sie gewarnt. Das ist die wörtliche Rede. Ich habe sie gewarnt. Komma, zuckt Walper die Schultern und drückt ab. Zuck mal die Schultern und drück damit aus, ich habe sie gewarnt. Das geht natürlich nicht. Das ist genauso wie lachte er oder irgendwie sowas. Ja, das ist kein Verb des Sagens und es ist auch kein Verb, das sich auf den, also beschreibend auf den Inhalt der Rede bezieht. Das ist tatsächlich knallhart falsch.
So, machen Müsste wir. auch dazu schreiben, der Printausgabe. Jawohl. Das ist übrigens Kapitel. Das ist sogar noch der Prolog. Das ist fast am Ende vom Prolog. Da fällt mir gerade noch was ein. Ja. Wo du gerade noch Prolog sprichst. Auch gerade diese Rückblicke in diese Popkultur. Ja. Die ja auch immer wieder aufgetreten ist. Das fand ich eigentlich auch immer ganz nett. Das, das so, finde ich absolut super. Ja. So, und das hatte nämlich nochmal, das hatte auf Seite 46. Seite 46. Ich beende nochmal eben meinen Rand hier wegen dieser Inquid-Phrasen und dann können wir ihn wieder loben. Es fällt übrigens, finde ich, deswegen auf. Gehen wir zuerst in diese Richtung, zeigt Walpa nach links. Dein Beispiel macht auch an der Stelle keinen Sinn, weil wenn du anfängst zu zocken, verreißt du auch deinen Schuss ab. Ja, das ist noch das Nächste, ja. Ja, das stimmt, das ist noch, ist auch noch wahr. So. Ich meine, ich konnte natürlich, um das Zitat nochmal zu kennzeichnen, hier auch nochmal eine andere Schriftart nehmen, sowas wie Areal. Weil ich kann ja keine Anführungszeichen für das Zitat nehmen, weil Anführungszeichen schon im Zitat vorkommen. Kennt man das vielleicht noch besser. So, aber jetzt wollten wir ihn loben für die popkulturellen Referenzen, richtig? Genau. Zum Beispiel die Anspielung auf Captain Future. Das packe ich mal bei ungewöhnliche Ideen und Sonstiges rein. Sehr gut. Gefallen uns die popkulturellen Referenzen auf Captain Future oder Marlowe ist natürlich auch so eine Referenz, ne? Wie heißt nochmal der Bengel da? Kerbil, oder? Genau. Wir sind also alle Team Kerbil, Ausrufezeichen. Der hat das doch da in der Schule als besonders gutes Fach da, dieses Popkultur. Genau. Genau, das fand ich auch grandios, ja, dass man das als Schulfach haben kann. Wir notieren dafür Popkultur sofort als Schulfach einzuführen. Punkt. Gut. Er finde ich, wenn wir nochmal zu der Sprache zurückgehen, er hat auch so ein paar Sachen sprachlich richtig gut gemacht. Äh,
sehr gefreut, haben uns deine vielen originellen Formulierungen zum Beispiel bei mir auf Seite 55. Sprengstoff, sagt Walper zweisilbig. Also das fand ich wirklich witzig. Wie gesagt, du schreitest ein, wenn ich irgendwas schreibe, was du nicht unterzeichnen kannst, ja? Ich kann das unterzeichnen. Alles klar. Also das fand ich witzig und irgendwas hatte ich noch. Ach so, das fand ich auch noch richtig gut. Seite 143, das ist fast am Ende. Da hat er ja, will er ja einen Kaffee trinken und kriegt nur dieses Konzentrat. Ne? Also diesen Wattlingssaft. Ja. Nee, das war genau. Der? Nee, in dem Fall ist es wirklich Kaffee. Und da trinken sie Kaffeekonzentrat. Das ist ganz am Ende. Und dann sagt er, also er nimmt das dann entgegen und danke, sagt Walper und hält die Luft an, während er sich einen Schluck Konzentrat in die Tasse tropft. Also ein ganzer Schluck tropft in diese Tasse rein. Das zeigt, da hat er ja dann im Grunde so indirekt ausgesagt, wie zähflüssig dieses Zeug dann da ist. Also dass das im Grunde gar nicht sich vernünftig gießen lässt. Genau, das erinnert an das fünfte Element mit der Zigarette. Ja, sehr gut, sehr gut. Also das hat er, ich habe sowieso den Eindruck, das hat er unheimlich drauf, diese verschiedenen Filme und also überhaupt diese ganze Popkultur. Ich glaube, das hat er ganz mühelos immer eingeschmissen. So liest sich das zumindest, oder? Genau, definitiv. Ganz groß ist der Schluck Kaffeekonzentrat, der in die Tasse tropft. Ganz Schluck, der tropft. Dadurch deutlich, wie zähflüssig dieses Bräu ist. So, das hat mir noch sehr gut gefallen. Ja, wunderbar. Haben wir noch was zur Sprache? Ich habe nämlich nichts mehr sonst. Nee, bei mir auch nicht. Gut. Übrigens, die anderen, ihr dürft auch gerne sprechen. Ihr müsst nur eure Mikros anschalten und dann könnt ihr auch mitreden. Oder ihr schreibt was in den Chat. Das geht natürlich auch. Gut. Die popkulturellen Referenzen haben wir angefangen. Wollen wir noch was erzählen zu der Handlung, wie die uns gefallen hat? Oder wollen wir erst mit den ungewöhnlichen Ideen und in der Umsetzung weitermachen? Nö, kann auch ruhig mit der Handlung erstmal so ein bisschen in deiner Reihenfolge bleiben. Gut, gut, gut. Konntest du der Geschichte gut folgen oder hat die dich verwirrt? Also aufgrund der teilweise abrupten Sprünge, also das, was wir ja oben schon geschrieben haben, dass die Kapitel zu Ende waren und dann woanders weiterging, hast du dann bei einem neuen Kapitel ein bisschen gebraucht, bis das dann irgendwann wieder eingefangen hat? Aber so im Großen und Ganzen konnte man der kompletten Handlung eigentlich sehr gut folgen. Es war für mich stimmig. Das ist absurd eigentlich, ne? Bei dieser völlig bizarren Handlung ist es trotzdem eine stimmige Geschichte geworden. Das ist sehr seltsam. Ja. Also von daher, also ich fand auch die Ideen, die er da mit eingebracht hat, also diese ganze Welt, die er da so ein bisschen geschaffen hat mit den
Space-Taxis und so weiter. Mit den Bussen, ne? Diese fahren doch auch auf Bus, glaube ich. Genau, in Bussen oder wenn du dann halt keinen Bus kriegst, dass du dann für horrende Summen irgendwelche Autos mieten musst und so weiter. Ja, fand ich schon. Also ich fand es dann für die Handlung, fand ich es eigentlich sehr schön. Schreibe jetzt mal Terry Pratchett. Oder, wen man ja in der Science Fiction auch hätte, in der Richtung wäre Douglas Adams mit dem Anhalter. Genau. Und die Tante nicht vergessen. Nee, das ist ja nicht die Auftragskillerin. Nein, das ist ja Nee, die Dame ist doch sehr gut. die Schwiegermutter ist das, ne? Die Genau, die Ex-Schwiegermutter. Schwiegermutter, genau, die darf man auch nicht vergessen, weil, also gerade wenn du da die Aufzählung machst, muss die einfach mit rein, weil ich fand die grandios. Kannst du dich an was Besonderes erinnern noch bei der Schwiegermutter, das wir hier noch ihm mitgeben können? Leider nicht. Also ich weiß, dass sie ständig wollte, dass er wieder mit ihrem Sohn zusammenkommt. Genau, der sollte ja den Tilko unbedingt immer suchen und du Genau. musst dich da jetzt drum kümmern und so weiter. Also da war sie ja schon Ja. sehr penetrant. Aber hat ihn natürlich auch in der einen oder anderen Situation dann mal rausgehauen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, schon eine aktive Dame da, die da unterwegs war. Ne? Ich fand aber tatsächlich auch diese alleinerziehende Auftragskillerin, die da diese Panik hat und ständig ihre Kinder da mit Pillen abfüllen will und dass die damit nichts in Berührung kommen darf und sowas, die fand ich eigentlich auch schon sehr witzig. Die Tochter war das. War. Weil mit der ist dann ja Die der Henriette, Kerbel, ja, genau. um die Henriette, genau, der ist ja der Kerbel dann noch durch die Gegend gezogen. Genau, mit der ist er durchgebrannt eigentlich. Genau. Nochmal an die später gekommenen, kommt gerne zu uns auf den Discord-Server, wenn ihr direkt mitdiskutieren wollt, also soundmäßig. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne in den Chat schreiben. So. Insgesamt kann man ja dann sagen, es ist ein wirklich gelungenes Figurenensemble in dem Buch, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Du hattest noch irgendwas gesagt, was dir gefallen hat, dass die, wo die sich so drüber aufregen. Kommen wir aber nicht mehr drauf. Also auf jeden Fall hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Idee, dass Lesen eine suspekte
Idee, dass Lesen eine suspekte Fähigkeit ist, war für uns Lesende ein interessantes Gedankenspiel. Das ist ja, der Kerbi wird ja immer so ein bisschen komisch angeguckt, weil er lesen kann. Ne? Ja, genau. Aber wenn wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich noch den Pinguin nochmal irgendwo mit einzubauen. Ja. Der ja dann nach dieser Gefängnisgeschichte diese Spezialfunktion einfach noch hatte. Ja. Wo keiner so genau weiß, was der jetzt eigentlich alles kann. Er hat so ein bisschen überbordende künstliche Intelligenz bekommen, ne? Also ich schreibe mir hier mal den Pinguin als Merker hin. Ich packe hier nochmal was dazwischen, nämlich das mit der Schwerelosigkeit. Das hat mir gut gefallen. Du kannst das lesen, oder? Soll ich das vorlesen? Also ich kann es lesen. Wunderbar. Gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt machen wir es mit dem Lesen als suspekte Fähigkeit. Dieser Vergnügungspark, in dem man sich von einem Dinosaurier verschlucken lassen kann, fand ich auch sehr cool. Naja, verdauen lassen war ja eigentlich Sinn und Zweck. So, was sagen wir zu dem Pinguin? Ich meine, man muss ja mit bedenken, das Ding ist ja jetzt, ich glaube, 12 Jahre alt, ne? 2010, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, 2010. Also es ist jetzt 12 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob vor 12 Jahren die Smartphones schon so fit waren wie heute. Und sein Pinguin ist ja wirklich so ein aufgemotztes Smartphone. Nee, also wahrscheinlich noch nicht ganz so weit. Von daher hat er schon da auch neue Funktionen definitiv eingebaut. Zwölf Jahre sind auch schon her. 12. So.
Jetzt wird natürlich, werde ich gleich ausgeschimpft wegen zweimal auch. Deswegen muss ich jetzt hier ebenfalls machen. Ja, dass ich hier also in der Kritik des Kritikers hier noch gut wegkomme nachher. So, 12 Jahre nachdem du mal geschrieben hast, mit unseren Smartphones anstimmen. Ich gucke noch mal eben, ob ich noch was zur Story habe, aber ich glaube, das war's. Ich finde, lass uns die popkulturellen Referenzen zum Ende bringen, bevor wir hier zu was nehmen wir mit und Fazit kommen. Das ist noch so ein schöner positiver Ausklang. Ich würde jetzt gerne darauf hinkommen, dass dieses Buch ja tatsächlich zusätzlich, dass es eben sehr komisch ist, auch noch eine andere Ebene hat. Und das könnte man ja an diesem Pinguin festmachen, weil der ja nachher, wie du ja gerade auch gesagt hast, so über Fähigkeiten verfügt, die der Benutzer gar nicht mehr überblickt. Und manchmal auch seltsame Entscheidungen trifft, welche Anrufe er jetzt entgegennimmt oder wie er jetzt auf den Anruf von hier der Ex-Schwiegermutter reagiert oder sowas. Nächsten. Das Buch besondere Nacht in einer Komödie herausgibt, zeigt den am deutlichsten, da hatten wir, bevor der Stream gestartet hat, schon darüber gesprochen. Da weiß man nicht, ob man lachen oder aufschreien soll. Diese Medikamenten, Manie, die da haben. Ne? Für alles ein Mittelchen. Ja. Ich fange zu oft mit und an. Das ist generell ein Fehler von mir. Chips mit Sicherheit. Ist das zu hart geschrieben oder passt das mit dem gruselig? Nee, das passt schon.
Vor allem, wenn man heutzutage bedenkt, was alles automatisiert wird. Ja. Gar nicht so weit weg. Er hatte das geschrieben, auf belastende Weise erleichternd. Ein Stück hochscrollen, weil man sieht den Text gerade im Overlay. Und kam wieder weg. Hallo Christoph. So, da haben wir ihn jetzt aber. Ich glaub, genau, gerade diese Pharmazeumika ist ja wohl, spiegelt ja so ein bisschen auch die USA heutzutage wieder, bei denen das ja wohl gang und gäbe ist. Es war tatsächlich, jetzt habe ich neulich noch mal gehört, dass sie das als National Epidemic eingestuft haben, diese Drug Abuse Geschichten. Genau, ja, deswegen kam ich auch drauf. Genau. Also auch wieder erstaunlich, ne? Vor 12 Jahren. Also, hat man gut gesehen. So. Dann können wir jetzt vielleicht die popkulturellen Referenzen machen. Wir sind Team Kerbier. Also ich finde, den Tempel der pünktlichen Ankunft, den muss man auch noch irgendwie einbringen. Thank you.
So. Okay. Jetzt würde ich fast sagen, uns fehlt eigentlich nur noch, was nehmen wir so aus dem Buch mit? Und dann so ein kleines Fazit und dann eine kleine Einleitung. Und dann haben wir es, finde ich. Ich glaube, das kannst du sogar noch besser sagen, weil bei dir das länger her ist, dass du das gelesen hast. Was ist so, wenn du an Walpurgisnacht und der Zeigefinger Gottes zurückdenkst, was ist so das, was dir als erstes in den Sinn kommt? Die Komik in dem Buch. Dass es wirklich lustig ist und dass man wirklich sehr viel Spaß hat, es zu lesen, einfach aufgrund dieser Komik, die da immer wieder entsteht. Was hast du gesagt? Leicht und? Irgendwas hast du gerade noch gesagt. Ja, wenn ich das mal noch wüsste, was ich so sage. Genau. Ohne die Lektüre so leicht und spaßig. Sagen wir mal spaßig. Genau. Aber nicht oberflächlich. Das kann man ja noch schreiben. Wir freuen uns, dass es den Kurt Laßwitz-Preis gewonnen hat. Das könnten wir auch als Fazit bringen. Genau, ja. Wir freuen uns, dass, dann kann man hier nochmal gut den Namen bringen, den Titel meine ich. Gottes. Noch mal gucken bei Zeigefinger. Oh ja, genau. Danke. Und danke, können wir auch hier schreiben. Vielen Dank für diese amüsante und zum Nachdenken anregende Lektüre. So, und dann noch eine kleine Einleitung. Wie steigen wir ein, bevor wir auf die Einzelheiten gehen mit irgendwas so Magischem? Ich schlage mal was vor. Lieber Uwe, fangen wir an. Mit Vergnügen haben wir deinen Roman Copy-Paste gelesen. Unterstreichen raus. Das ist nicht mehr kursiv. Hat mir viel Spaß dabei, aber ein Muss hat uns auch zum Nachdenken gebracht. So, das ist doch eine schöne Einleitung, oder? Und jetzt müssen wir noch das Doppelte ordentlich wegkriegen, damit ich hier keine Haue kriege. Auch die E-Book-Formatierung ist ordentlich gemacht in Sachen Orthographie von dem Text.
Ordentlich. Ja, dann machen wir hier doch gewissenhaft und dann sind wir raus aus dem Schneider. Ha. Gut. Das ist es, oder? Ja, von meiner Seite schon. Ich weiß nicht, was der Rest noch dazu sagt. Der Rest war ja bislang leider ein bisschen stumm. So, aber ich blende das jetzt hier mal. Moment, jetzt muss ich meine Fenster wieder ordnen, aber das blende ich jetzt mal eben aus. Zack, da sind wir wieder. Ja, also. Jolizolo, der Text gefällt mir sehr gut. Ich glaube, Moment, jetzt muss ich den Chat wieder aufklappen. Ich glaube, ich möchte das Buch nun auch lesen. Ah, deswegen war die Dame hier so stumm. Verstehe, verstehe. Hausaufgaben nicht gemacht. Nein, aber tatsächlich, wir können das Buch, also ich glaube, ich spreche mal für dich mit, wir können das wirklich empfehlen, oder? Also ich hatte wirklich viel Spaß dabei, kann ich echt sagen. Auf jeden Fall. Im Print glaube ich könnte aber falsch liegen, ich glaube aber, man bekommt es im Print nicht mehr neu, sondern nur noch antiquarisch. Aber das E-Book gibt es noch. Das E-Book kann man bekommen. Und wie gesagt, antiquarisch bin ich auch dran gekommen hier an Walpurgisnacht und der Zeigefinger Gottes. Und man kann es wirklich auch flott weglesen. Ich habe es jetzt an zwei Nachmittagen gelesen. Es hat 175 etwas größere Seiten. Kann man echt gut weglesen, finde ich. Ja, so das ging wirklich wahnsinnig schnell. Gut. Gut. Also dann bedanke ich mich recht herzlich für die Mitwirkung. Ich würde die Datei jetzt noch mal über Nacht liegen lassen, dass ich die morgen noch einmal durchlese und noch mal irgendwelche Tippfehler finde und wegbügeln kann. Also erleben wir morgen von dir einen Coworking-Stream. Ha, genau. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Das ist, glaube ich, dann einfach Nein. zu flott gemacht. Aber ich drucke das dann noch aus auf hübschem Papier und dann geht das an den Uwe Post. Ich denke, das werde ich morgen noch in den Briefkasten schmeißen, dass er das bekommt. Gut, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, das hier mit mir gemeinsam durchzuformulieren. Auf jeden Fall. Ja, Vielen wunderbar. Dank. Gut, und ich hoffe, unsere Zuschauer hatten auch ein bisschen Spaß und dann sind wir auch schon am Ende. Ach so, was ich noch sagen sollte, nächste Woche habe ich keinen Stream am Donnerstag, an dem gewohnten Termin am Donnerstagabend, weil ich mit dem Fast Chat gleichziehen muss. Der war nämlich schon bei den Meistern der Fantastik und es hat ihm gut gefallen. Und die gastieren nächste Woche Donnerstag bei mir hier in Köln. Und das werde ich mir dann auch geben. Also dann, das ist aber dann terminlich überschneidend und deswegen kann ich dann meinen Stream nicht machen. Dafür kann ich dann in der Woche drauf berichten, wie sich denn diese drei Recken und die Moderatorin hier in Köln geschlagen haben. Gut, in diesem Sinne, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich aus dem Twitch-Stream. Auf Wiedersehen! Tschüss.